Okay, liebe Freunde, und jetzt geht's weiter mit Markus Krebs. Vielen Dank. Das ist total geil. Es ist ein so wunderschöner Abend, auch hier, auch mit auch Horst. Ja, ich habe Horst, Kindergärtnerin ist heute hier. Hallo Steffi. Das ist so schön. Ja, ich hätte sie gar nicht so jung eingeladen. Ich habe auch Zivildienst gemacht damals. Ich war Urinkellner und ich habe für mich war hier im Bundeswehr hier stillstehen. Heute war es ja heute, Frau von der Leyen hat ja übernommen, heute war es ja Klicks, aber für. Ne? Und ich habe viel, viel Gewinn gespielt hier mit Cookie Dent. Du hast ja die blaue und die weiße Seite. Ne? Aber heute ist wirklich schön hier, weil ich komme aus Duisburg, da ist überall schön. Wenn du in Duisburg am Bahnhof ankommst. Du kommst in München am Bahnhof an, hörst du, herzlich willkommen in München. Oder in Hamburg so, herzlich willkommen in Hamburg bei uns, pass auf ihr Gepäck auf. Ja, da fliegen die Tauben zum Kacken woanders hin. Ja, man denkt, Depression ist bei uns eine Stimmungsverbesserung. Aber wir fühlen uns da wohl. Also ich bin da gebürtiger Neudorfer, weil das ist heute die Uni drin, ist noch nicht nach mir benannt, aber kann ja nicht mehr lange dauern. Ich sollte jetzt die Weihnachtsfeier von den Banditos heute da moderieren. Aber die wurde abgesagt, weil die Polizei hatte alle wichtigen Geschenke beschlagen. Das Ding ist wirklich, das ist doch extra hier für mich jetzt. Ne? Boss, das hast du doch so stehen lassen. Ne? Boss, hast du aufgegessen? Ich guck gleich nochmal da. Du hast nichts gemerkt, ne, mit dem Essen, ne? War alles gut, ne? So, weil ich wirklich bei Auftreten immer war, normal, auch gerade beim Karneval, mit vielen Karneval unterwegs. Und ich hatte letztes Mal, wo ich auch zum Umzug eingeladen war, der Einzige, der verkleidet war, alle anderen schleppen Kisten. Aber. Weil ich da immer mache, ich mache die Top 5 meiner Lieblingswitze, das sind wirklich Knaller. Und da kann ich wirklich sagen, das sind wirklich, wirklich gute. Pass auf, Platz 5. Drei Männer sind so besoffen, dass sie nicht mehr nach Hause schaffen. Ja, sagen sie, schaffen nicht mehr nach Hause. Ziehen sich nackt aus, legen sich alle in ein Bett. Morgens wachen alle gleichzeitig auf, da der ganz links, aber ich habe eine Scheiße geträumt. Ich habe geträumt, heute Nacht hätte mir jemand einen runtergeholt. Sagt der ganz rechts, komisch, ich habe genau dasselbe geträumt. Sagt der in der Mitte, ich habe geträumt, der Skifahren. Ich weiß mal, letztes Mal war auf Platz 5, da sind zwei Ostfriesen, sitzen in der Kneipe, gegenüber so ein ganz großer Spiegel, sagt der eine, guck mal, die beiden da drüben. Die sehen genauso aus wie wir. Sagt der andere, yo, die sind bestimmt bei uns aus dem Dorf. Weil weißt du was, ich frag die mal, der steht auf, an seinem Blatt sitzen, der kommt. Platz 4. Ein Flugzeug stürzt ab, relativ langsam. Drei Insassen drin, Pilot, Co-Pilot, hinten eine Passagierin. Sagt der Co-Pilot zum Piloten, hör mal, wir stürzen ab, das ist nicht gut. Weil wir haben nur zwei Fallschirme. Aber weißt du was, der hat zwar eh nicht mehr alle auf dem Zaun. Ich laber dem einen rein, kriegen wir schon hin. Der geht nach hinten, geht zum Passagier und sagt, Sie merken vielleicht, wir stürzen gerade ab. Keine schöne Sache. Aber ich habe eine riesen Idee, wie Sie überleben können. Ich mache jetzt die Tür auf und dann springen Sie raus und hauen ganz schnell mit der Arme. So. Und rufen, ich bin Kolibri, ich bin Kolibri. Also, dann klappt das, dann überleben Sie. Er sagt, ach, das ist ja nett, danke. Er macht die Tür auf den Typen aus. Der Co-Pilot geht wieder nach vorne und sagt zum Pilot, ich habe gesagt, er hat es nicht alle am Zaun. Beide sich ein falscher Mann auf einmal klopft am Fenster. Der macht das Fenster auf, hör mal, wie ist der Vogel nochmal? Letztes Mal war auf Platz 4 noch. Ein Deutscher und zwei Holländer fliegen nach London. Man kann auch sagen, Paris, Tokio, das ist egal. Der Deutsche sitzt am Gang, die beiden Holländer zum Fenster hin. Der Deutsche macht sich bequem, Schuhe aus, locker. Sagt der mittlere Holländer zu ihm, Entschuldigung, können Sie mich durchlassen, ich will mir eine Cola holen. Sagt der Deutsche, ich sitze am Gang, ich hole Ihnen die Cola.
Ja? Der Deutsche geht los, da geht der Mittelhorn in den Rotz und den Stuhl rein. Ja, zur Rechtsunruhe. Der Deutsche kommt wieder, gibt dir die Cola, sagt dem zweiten Holländer, Entschuldigung, könntest du mir auch eine Cola holen? Der Deutsche, gar kein Thema. Geh los, da geht der zweite Holländer, rotzt den zweiten Schuh rein. Der Deutsche kommt wieder, gibt dir die Cola, kommt auf einen anderen Flug hier, London, Paris, Tokio, Bogota. Der zieht sich die Schuhe an, merkt, oh, hier stimmt man nicht. Guckt die beiden Holländer an, sagt, ihr seid wieder so weit. Haben wir wieder erreicht. Hört dann nie auf, dieser ewige Astmuster sein, eine Schuhe rotzen, eine Cola wickeln. Gerade gesagt hat, der Mann bleibt zu Hause, die Frau geht arbeiten. Aber bevor sie arbeiten geht, sagt sie zu dem Mann, denk dran, dass du mit dem Hund noch rausgehst. Der Mann, ja, ja, mach ich. Frau geht arbeiten, draußen fängt es an zu regnen, in Strömen und auf Erd. Ja? Der macht die Tür auf für den Hund, ich habe gar keinen Bock, lässt den Hund alleine raus. Der Hund kommt nach 20 Minuten später wieder, hat ein Kaninchen im Maul. Der Mann so, ach scheiße, lässt du das Kaninchen unserer Nachbarn? Er macht der Kaninchen wieder sauber, geht rüber, legt dann in den Stall. Am nächsten Tag, Frau und Mann sitzen am Frühstückstisch, sagt die Frau, hast du gehört, was Gruseliges unseren Nachbarn passiert? Ist er so, nein, erzähl mal. Sagt das Kaninchen von denen lag tot im Stall. Er so, nein, wie gruselig. Sagt der Gruselige ist, der hat einen Tag vorher beerdigt. Normalerweise war ich ein totaler Platz 1, aber wird keiner drüber lachen, deswegen mache ich nicht. Männer wie Kinder, wir gehen zu dritt durch den Wald, wie immer. Wir treffen eine Fee, wie immer. Und die Fee sagt immer, ihr drei, ihr seid ja total geil. Ich gebe euch allen drei Wünsche. Sagt der erste, ja, Frau Fee, ich hätte gern Ferrari. Ferrari ist ein schönes Auto, ich hätte gern Ferrari. Kein Ferrari. Sagt der zweite, Ferrari hat er recht, möchte ich auch, ist ein geiles Auto. Kriegt dann auch. Sagt der dritte, ja, ich hätte ganz gern, dass mein rechter Arm die ganze Zeit so rumwirbelt. Sagt die Fee, wie? Ja, finde ich geil, so. Ja, kriegt doch. Zweiter Wunsch, ja, sagt er, sie hätte ganz gerne mal mir eine hübsche Frau mit dem Auto. Eine Blondine, die braune Wand, irgendwie sowas. Peter. Sagt der zweite, ich hätte auch gerne eine Frau, aber lieber eine schwarze, eine lange schwarze Haare. Genau. Sagt der dritte, ich hätte auch ganz gerne mal linke Arme, auch so. Kriegt er auch. Und dritter Wunsch, ja, sagt er, sie hätte ganz gerne mal mir im Kofferraum immer Geld. Und wenn ich Geld rausnehme, kommt Geld dazu, bin ich pleite. Sagt der zweite, diese Idee will ich auch. Beide. Kinder, sagt der dritte, ich hätte ganz gerne meine Hüfte. So, die ganze Zeit so. Kriegt er auch. Die drei, nach Jahren treffen die drei sich wieder. Sagt der erste, war das nicht geil damals mit der Fee? Mit dem Ferrari? Ja, und der Frau, sagt der zweite, auch mit dem Geld total geil. Sagt der dritte, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir nur Scheiße gewünscht. Muss man durch. Bei mir auf Platz 1 schon seit Jahren. Aber jetzt kommt erstmal Platz 2. Ja, ja, Platz 2. Pass auf, da sitzt ein Typ in der Kneipe. Ja, das kann man sagen. Sitzt ein Typ in der Kneipe, kommt so ein kleines weißes Pferd vorbeigerannt. Er denkt, was hat er jetzt? Den hat sich verguckt, kommt der kleine weiße Pferd wieder vorbeigerannt. Er zum Wirt, hör mal, was ist denn hier los? Was ist das denn mit dem kleinen weißen Pferd? Sagt der Wirt, hör bloß auf, geh mal bei uns unten im Keller, hinterm Gurkenfass, da sitzt eine Fee, wünsche dir was, weiß er Bescheid. Alles klar, wir gehen nach unten, kommt nach oben, hat eine Melone unterm Arm und hinter ihm läuft ein kleines Schwein. Sagt er zum Wirt, hör mal, kann das sein, dass die mich da unten nicht versteht? Ich wollte 1 Million in kleinen Scheinen, jetzt habe ich hier die Melone.
Sagt er, glaubst du, ich habe mir 30 cm langen Schimmel gewünscht oder was? Ich erstmal bedanken hier für diesen Abend, den wir nicht schief waren an der, wie heißt der andere Stadtteil? Nieder drauf. Hier in Auf- und Niederheide. Und jetzt extra für euch, bevor Michael nochmal das totale Finale mit uns macht, wo man selber noch sagen kann, oh, das ist nur jetzt zu Ende. Platz 1. Drei Männer stehen vor der Himmelspforte. Petrus kommt raus. Jungs, ich hab zu. Immer auch gar nichts. Sagt einer, ja, aber Herr Petrus, wir sind tot. Sagt Petrus, ne, interessiert mich nicht. Pass auf, wenn ihr eine lustige Geschichte habt, wie ihr gestorben seid, dann lasse ich euch rein. Ja, der Erste fängt an, ja, Herr Petrus, bei mir sind so, ich bin Anwalt. Und ich arbeite jeden Abend bis 8 Uhr. Jetzt habe ich um 7 Uhr Feierabend gemacht, weil ich meiner Frau nicht traue. Bin nach Hause. Ja, und wir wohnen in einem Hochhaus, im dritten Stock, hab die Treppe genommen, gar nicht den Aufzug, damit die gar nicht mitkriegt, da ich komme. Ich ganz schnell in die Tür rein, da sitzt sie nackt im Bett, hat die für mich noch nie gemacht. Ich hab die ganze Bude abgesucht, find kein, so ein Hals, so eine Krawatte. Will mir eine rauchen auf bei uns auf dem Balkon, da hängt einer bei uns an der Brüstung. Ich zieh den Schuh aus, hau dem auf den Finger, der fliegt runter, wird aber durch die Bäume aufgefangen und überlebt. Jetzt habe ich einen Kühlschrank bei mir auf dem Balkon. Ich nehme den Kühlschrank, schmeiße ihn hinterher, bleib aber mit dem Bein im Kabel hängen, fliegt mit runter. Jetzt bin ich hier. Der Petrus sagt, gar nicht mehr ruhig. Fragt den zweiten, was ist mit dir? Ja, Herr Petrus, bei mir sind so. Ich bin Fensterputzer. Und ich habe da im 8. Stock, in so einem Hochhaus, habe ich da Fenster geputzt, habe ich angeguckt. Da fand ich hinten über die Brüstung. Kann mich aber im 7. Stock gerade noch so festhalten. Da kommt ein Vollidiot und haut mir die Schuhe aus dem Finger. Runter, bin aber durch die Bäume aufgefallen, überlegen und bin dankbar und will Gott danken. Da kommt von oben im Kühlschrank, klatsch. Jetzt bin ich hier. Der Petrus ist ja irgendwie durch, gell? Frag den Dritten, und was ist mit dir? Ja, ich weiß gar nicht, was ich da sage. Wisst ihr, ich saß da nackt in dem Kühlschrank. Vielen Dank, tschüss.